Herzlich willkommen, liebe Modellbahnfreunde, zu X-Train 24 Themenwelten. Heute stellen wir Ihnen Ladegüter vor. Und nicht nur Ladegüter, sondern heute möchte ich Ihnen einen Engel vorstellen, nämlich Manuel Engel. Er sitzt neben mir und er dürfte den einen oder anderen vielleicht schon bekannt sein. Aber lieber Manuel, vielleicht sagst du erst mal selbst den Zuschauern, was verbirgt sich hinter Modellbahn Engel? Danke, Frank. Wir sind ein Ladegut- und Zubehörhersteller für die Modelleisenbahn seit fast 10 Jahren. Wir feiern dieses Jahr unser Jubiläum und angefangen haben wir mit den Ladegütern und unser Portfolio haben wir erweitert durch das Modusteck-Gebäudesystem, Bahnsteigsystem und demnächst kommt noch das Arkadensystem dazu. Die Sachen sind in unterschiedlichen Spurgrößen von Z bis zur Spurgröße 1 erhältlich. Wir bleiben aber jetzt fairerweise erstmal bei den Ladegütern, liebe Zuschauer. In den Themenwelten werden Sie natürlich auch das Bahnhofssystem und auch die Hochbauten zu den Bahnhöfen noch kennenlernen. Heute wollen wir die Ladegüter vorstellen und das hat mich ja schon immer bei dir fasziniert, lieber Manuel, dass du mit sehr viel Liebe und vor allen Dingen Handarbeit und Made in Germany diese Ladegüter herstellst. Was kann man bei dir alles finden unter Ladegütern? Danke, Frank, für die netten Worte. Also beim Ladegut findet man alles, was wirklich auf der Schiene fährt. Wir haben das Original als Vorbild für unsere Produkte genommen und möchten es auch so 1:1 möglichst umsetzen. Wir haben verschiedene Produktionsschritte. Wir haben den Lasercut, wir haben den 3D-Druck, wir haben den Formenbau mit Resinguss. Wir sind eigentlich up to date mit der Technik. Und das werden wir gleich jetzt alles im Einzelnen vorstellen. Wir werden also die Ladegüter einschließlich der Materialien jetzt unseren Zuschauern vorstellen. Und gerade im Bild vor uns sieht man ja was ganz Aktuelles aus dem neuen Katalog 2019. Richtig. Es handelt sich hierbei um Betonschwellen auf einem Transportgestell mit einer Ladungssicherung durch einen Holzbalken. Vorne haben wir Gasrohre, die also überall transportiert werden, wo genau, sie wo überall werden. Transportiert werden. Die gibt es in unterschiedlichen Ausführungen und Varianten. Auch der 3D-Druck, hier ein gutes Beispiel in der Spurgröße Z, ein Ludmilla Motorblock. Das wird die Ludmilla-Fans jetzt richtig freuen. Den gibt es sicherlich auch noch größer. Den gibt es natürlich auch noch größer in H0. Und unsere TT-Bahner, die bekommen auch noch was. Das haben wir hier. So, dann nehmen wir mal diese Wagen jetzt mal schnell aus dem Bild raus und befassen uns mal mit diesen Ludmilla-Motoren. Das ist jetzt neu bei dir. Ich weiß, wo wir dich mal besucht haben. Wir haben ja mal schon einen Film über dich gemacht. Da hast du noch gelasert. 3D-Druck ist ja was Neues. Der 3D-Druck ist was Neues, ja. Du hast die Konstruktionszeichnungen bekommen. Du hast dann entsprechend die Maße abgenommen. Korrekt, die Maße wurden abgenommen. Bei dem Spur-Z-Motorblock sieht man es jetzt ganz genau. Lichtmaschinen, dann kleine Anbauteile, die ganzen Ventile und Zylinder werden hier ganz fein säuberlich dargestellt. Das wird, wie gesagt, den Ludmilla-Fans ja richtig freuen, dass die sozusagen auf den Güterwagen die frischen fabrikneuen Motoren zum Einbauen für ihre Lokomotiven genau. transportieren können. Und für die gealterten Fans haben wir in H0 noch eine Verschmutzung aufgebracht. Die Verschmutzung heißt... Gealtert. Gealtert. Ja. Das heißt also, die Motoren sehen so aus, was ist denn das hier oben? Ist das eine Plane? Oder das ist eine Plane, die beim Transport vom AW zum BW aufgebracht wird. Also eine ganz nette, tolle Idee bei den Ladegütern. Die Frage wäre jetzt, bevor wir die nächsten vorstellen, wo nimmst du deine Ideen her? Bist du da mit der Fotoapparat unterwegs und sagst, ich gehe jetzt am Güterbahnhof und jetzt wird's... Mit dem Fotoapparat und mit Kunden nachfragen. Wir kriegen Originalfotos geschickt, dann schauen wir uns das an, dann warten wir die Kundennachfrage ab, ob eine gewisse Anfrage besteht und dann wird das Produkt umgesetzt. Du hast uns ja noch mehr Ladegüter mitgebracht. Das ist jetzt ein TT-Wagen. Was ist das für ein Ladegut? Das sind Stahlbrahmen. Ich werde das mal wegnehmen. Ja, kannst du nicht weiter. Ich nehme es mal weg. So. Die werden im Lasercut-Verfahren ausgeschnitten und werden mit kleinen Hölzchen gestapelt und versendet. Natürlich wieder nach dem Originalvorbild. Genau. Man muss jetzt dazu sagen, das ist alles Holz. Also man kann es ja runternehmen, es ist federleicht. Ja, es ist also das ist leicht, ja.
diesem Lasercut-Verfahren hast du ja angefangen, seinerzeit schon viele Sachen zu machen. Mit Lasercut haben wir 2015 begonnen. Und haben das jetzt alles ausgearbeitet, verbessert, modifiziert. Und in dem Film, den wir gleich einspielen werden, oder beziehungsweise jetzt einspielen, sieht man ja auch, wie diese Lasermaschine arbeitet. Das ist ja auch eine mächtige Vorarbeit, die du machen musst. Ne? Man muss ja dann Zeichnungen anfertigen. Das ist recht, man muss eine Konstruktion beim Lasercut davor anlegen. Und beim 3D-Druck ist es noch komplizierter. Man braucht ja ein 3D-Modell, das modelliert worden ist. Okay. So, du hast uns natürlich noch weitere Ladegüter mitgebracht. Passend zu unserer Themenwelt Ladegüter. Das ist ja wirklich ein sehr umfangreiches Thema. Man sieht ja sehr oft bei Modellbahnern die abenteuerlichsten Sachen. Sieht nicht immer so toll aus, muss ich sagen, wenn man auf Modellbahnanlagen guckt. Und die Wagen sind leer. Ich habe zum Beispiel auch schon, wir haben jetzt so ein DB Cargo mit so einem Containerwagen hier stehen. Das ist Schotter. Ich habe auch schon Güterwagen gesehen, die haben die voll gestrichen, gerade drüber, voll gekracht. Gibt es auch. Aber normalerweise ist es doch gehäuft. Sind es gehäuft. Und bei uns ist die Besonderheit, dass nicht jeder Haufen gleich ist. Also jeder Haufen wird einzeln modelliert und mit unterschiedlichen Materialien versehen, ob das jetzt Sand, Schotter oder Kohle ist. Es gibt auch Erzladungen. Es ist je nachdem, was der Waggontyp transportiert. Man sieht es auch bei diesen Wagen ganz schön, dass die Haufen jetzt nicht lachen, aber wirklich tatsächlich unterschiedlich sind. Ich muss mal gucken, ob man das irgendwie mal so halten können. Sie sehen also, der rechte Haufen ist etwas gehäufter als der linke. Wie im Vorbild. Also wie im Vorbild. Es ist also nicht Haufen, also es ist nicht so genormt zu dienen und was weiß Nein. ich, sondern wirklich das so. Das gibt es doch in Wirklichkeit auch gar nicht. Lieber Frank, in Wirklichkeit sind die ganzen ideal ein Ganzzug und kein Haufen schaut aus wie der andere. Das zum Thema Haufen. Freunde. Also Manuel hat sich natürlich auch hier, wie gesagt, wenn er die Ladegüter herstellt, Gedanken gemacht, auch wenn man drüber grinsen und lächeln muss teilweise. Aber wir lassen es mal so stehen. Kein Haufen ist wie der andere, so auch wie auf diesen Güterwagen. Ist eine tolle Idee. Alles Handarbeit. Es ist richtig. Das war auch immer deine Maxime bisher, was du vorgestellt hast. Und ganz wichtig bei uns. Bei uns in München. München unter Schleißern. In München hergestellt. Ja. Neben mir sitzt ein Münchner. So. diese Ladegüter, die sind aber jetzt nicht durchgehend bis runter. Ne? Das ist dann Nein. nur die Oberfläche. Unten ist meistens ein Styrodurkern, kein billiges Styropor, das sich verformen könnte. Der Styrodurkern ist stabil und verbiegt sich nicht. Bei diesem Wagen ist es jetzt ein besonderer Aufbau. Der hat ein Lasercut drunter, ein Gestell, weil er in vielen verschiedenen Richtungen verwinkelt ist. Aber man sieht es nicht. Man sieht es nicht. Das ist das Wichtigste. Ja. So, dann ziehen wir uns mal den nächsten Güterwagen ran. Das ist also eine Art Trommel, so Waschtrommel, eine vergrößerte Waschmaschine. Eine Siebtrommel ist das. Und was macht man damit? Meistens findet man sowas an Kieswerken. Die sind dann, die Steine werden von einem Bagger in einen Trichter gefüllt und läuft dann durch verschiedene Sieblöcher und daraus ergeben sich dann die Korngrößen für die einzelnen Steine. Genau. So, dann wäre zum Beispiel noch ein weiteres Ladegut. Die langen Güterwagen gefallen mir unheimlich. Sieht so viel und so toll aus. Das sieht aus wie ein Stahlträger. Richtig. Das ist ein Stahlträger, der komplett konstruiert ist und im Lasercut-Verfahren geschnitten worden ist, montiert und lackiert worden ist. Und alles bei dir zu Hause in deiner kleinen Werkstatt? Alles bei mir zu Hause. Also auch eine sehr interessante Geschichte, die Güterwagen entsprechend zu beladen. Es ist also nichts Uniformiertes bei dir. Man kann also die Güterwagen wirklich so beladen, wie sie im wirklichen Leben draußen vorkommen, mit unterschiedlichen Dingen. Und Korrekt. Auch das ist wieder ein Originalvorbild. Das habe ich jetzt fast vermutet. So, jetzt müssen wir mal einen Güterwagen bewegen, den wir eigentlich nicht bewegen sollen. Aber ich bewege den mal, ich verrate jetzt nicht warum. So, das sind Dachspannen, die ebenfalls im Lasercut-Verfahren hergestellt wurden. Ebenfalls eine interessante Geschichte, um auch die Güterzüge, wie gesagt, abwechslungsreich zu fahren. Genau. Hier sehen wir ein Ladegut im TT-Bereich, das
Dachspan für ein Schwimmbaddach. Ein Schwimmbaddach, das wusstest du beinhaltet. Schon. Ja. Okay. Auch wieder originales Vorbild. Originales Vorbild. Dann haben wir noch weitere Ladegüter. Wir können ja auch mal interessante Sachen haben. Ja, das wäre zum Beispiel so eine Geschichte. Wenn wir diesen Güterwagen beiseite nehmen. Yes. Hier haben wir im Lasercut-Verfahren ein Transportgestell für Glasbauteile oder vielleicht noch so aus der früheren Zeit die Betonplatten, ja. Und die Betonplatten gibt es aber bei dir noch nicht? Noch nicht. War jetzt die Idee, ich bin jetzt beteiligt an der neuen Idee. Also, man sieht es ja im Straßenverkehr oft, dass diese LKWs seitlich diese Transportgestelle haben für Glasflächen. Aber ich weiß, früher wurden auch per Bahn diese Fertigteilbauten von diesen modernen Hochhäusern, die man überall so stehen hat und heute als Bausünde gelten, diese Platten per Bahn noch transportiert, als die Eisenbahn noch Güter transportiert hat. Wir auf der Modellbahn können es machen, liebe Modellbahnfreunde. Und ich denke, das sind auch sehr interessante Sachen dabei, die Sie alles natürlich auch bei uns, das möchte ich jetzt nochmal sagen, erwerben können bei X-Train 24. Sie finden ja diese Bestellnummern immer wieder eingeblendet, beziehungsweise neben dem Film auf der entsprechenden Seite. Aber wir sind noch nicht ganz fertig, wir haben ja noch viel, viel mehr. Ja. Jetzt gehen wir in den Resinguss. Richtig. Und dazu schauen wir uns erstmal einen kleinen Einspieler an, damit die Zuschauer auch wissen, was es ist. Ich hatte es ursprünglicherweise vorhin als Pflastersteine bezeichnet, aber er hat mich sofort verbessert. Wir schauen uns jetzt erstmal den kleinen Einspieler an. Und ich würde dich bitten, Manuel, das mal zu kommentieren. Mhm. Was ist Resinguss, beziehungsweise wie funktioniert das? So, jetzt sehen wir den Einspieler. Und zwar sieht das erstmal recht chemisch aus. Was passiert hier? Genau. Die Frau Rose bereitet die Silikonform vor, tut ein Trennmittel zwischen das Objekt. Hier wird Harz und Härter gemischt in einem bestimmten Verhältnis. Dies wird noch farblich eingefärbt, je nachdem, welche Grundfarbe wir benötigen. In dem Fall ist es hier eine Altreifenladung. Haben wir sie schwarz eingefärbt. Und nochmal zu diesem Resinguss. Es ist ja ziemlich hart dann, was rauskommt. Also ist das eine Art Kunststoff? Ist dann wie, man kann es bezeichnen als Kunststoff. Mhm. So, hier sieht man, wie du die Reifen nochmal nachbehandelst. Genau. Und jetzt sehen wir, wie die Reifen schon weggefahren werden. Es geht also ziemlich flott. Es geht ziemlich flott. Aber es sieht gut aus, muss ich sagen. Und wenn man bei so einer Modellbahnanlage steht und eben wirklich die Züge mit diesen vielen Ladegütern sieht. Hier sieht man zum Beispiel ein Führerhaus einer 03. Einer Baureihe 55 war das. Also wie Sie haben es gerade gesehen, liebe Modellbahnfreunde, es gibt also ganz, ganz viele Dinge, die man also mit Hilfe dieser Kunststoffsachen machen kann. Und Manuel versichert ja immer wieder, dass er mit dem Fotoapparat unterwegs ist. Und er wird uns sicherlich die nächsten Jahre noch beglücken. Jetzt auf sehen wir natürlich vor uns zwei Dinge, die also so hergestellt worden sind, wie wir es gerade im Film gesehen haben. Wie wir es gerade gesehen haben, genau. So, jetzt klären wir die Zuschauer mal auf. Also wie gesagt, ich dachte, es sind große Pflastersteine. Nein, es sind gepresste Schrottwürfeln in der zweiten Variante. Wir haben schon mal bereits eine andere Formvariante gehabt. Und auf Kundennachfrage haben wir uns entschieden, dass wir noch eine zweite Form machen und vielleicht dann auch noch eine dritte. Die Frage wäre jetzt bei diesen, jeder kennt das, hat das schon mal gesehen, wenn die Fahrzeuge rechts und links zusammengepresst werden. Richtig, müssten da eigentlich nicht noch Farbkleckse drauf oder die Fahrzeuge? Es gibt ja unterschiedliche Schrottsorten. Es ist ja einmal gibt es ja den Autoschrott, ja. Dann gibt es den Buntschrott und dann gibt es nur Eisen oder Metalle. Und hier haben wir halt die Variante gewählt, Silber mit Rosteinlagerung. Okay. So, was sehen wir denn davor? Du hattest noch weiter was davor vorne. Gestimmt. Ich werde genau. Mal halt hier hinlegen. Dankeschön. Hier haben wir den Lokschrott Nummer 2. Er wird... Mir blutet das Herz. Lokschrott. Auch jede Lok muss mal von uns gehen, leider. Es ist so hart, wie es klingt, aber ja. Es ist leider so. Hier sind verschiedene Lokbauteile draufgekommen. Ludmüller Motorteile, Radreifen und eine Baureihe 215 musste ihr Dach lassen. Also bei der Baureihe 215 mit dem Dach bin ich ja noch einverstanden, aber Ludmilla-Motoren, ja, es tut leider, weh. Es tut weh. Aber dafür haben wir ja noch die ganzen Motorblöcke.
die dann wieder eingebaut werden können. Richtig. Also geniale Idee. Ist eigentlich von der Farbe her schon so fertig oder kann man hier noch was machen? Nein, ist komplett fertig. So wie es jetzt hier abgebildet ist. Komplett verrostet. Verrostet, genau. Es ist ein Resinguss. Mhm. Und der wird in einem speziellen Verfahren, kriegt er noch hier eine körnige Struktur, mhm, und wird dann noch gealtert. Und Güterwagen kann man nehmen, also Niederbordwagen, wo man es dann reinschiebt. Ich drehe es mal um. Man sieht also auch hier Resinguss. Den Resinguss und das, was draus fertig geworden ist. Ich setze jetzt mal diese Rohre rein. Auch ein interessantes Ladegut. Und, auch nach einem Originalvorbild. Ja. Ist jetzt bei uns bezeichnet als Großrohr mit Flanschen, mhm, auf einem Transportgestell mit Transportsicherung. Und die Flanschen sieht man auch richtig. Ich muss mal gucken, ob das mit der Kamera... Die sind ausgeschnitten, genau so wie sie es gehört. Man sieht auch die, ja, die vorgesehenen Bohrungen, mhm, die wo dann die Schrauben das Ganze wieder zusammenhalten. Also es ist jetzt nicht nur irgendwas, sondern das ist tatsächlich... Richtig, auch richtig detailliert. Fein. Und vorne, die Stelle ist natürlich blank, mhm, weil die wird ja bündig auf das andere Rohr gesetzt, mhm, und damit das dicht ist. Also auch eine interessante, ein interessantes Ladegut, was auf den Güterwagen Platz finden kann. Mhm. Du hast noch schon ein anderes Rohr dabei, das können wir uns auch noch mit anschauen. Das ist etwas verrostet. Das ist das böse Ende eines Rohrs. Also das sind die neuen Rohre. Das sind die neuen Rohre und das ist nach 20, 30 Jahren. Was dann ausgebaut wird und auch das muss natürlich mit der Bahn abtransportiert werden, ist da ganz klar. Genau. Genau. Ist aber auch für die LKW-Freunde eine gute Ergänzung. Es ist ein gutes Stichwort, was du gerade gegeben hast. Man findet natürlich bei dir auch Ladegüter für LKW-Modelle und LKW-Modelle. Für die Bahn. Ja. Oder einfach nur als Accessoire neben die Bahn. Also einfach mal... bei uns nachschauen, die ganzen Artikel, die wir natürlich jetzt hier nicht alle vorstellen können, das sind jetzt die Neuheitenartikel aus dem Katalog 2019, aber es gibt natürlich auch einen 2018, 2017 und 2016. Richtig. Auch die Dinge kann man sich, wie gesagt, anschauen und natürlich auch, wenn es gefällt und wenn man sagt, das kann ich gebrauchen, wenn meine Anlage natürlich auch bei uns bestellen. Du hast uns natürlich noch andere Sachen mitgebracht an Ladegütern, die wir ebenfalls mal Revue passieren lassen wollen. Das sind jetzt Stahlplatten? Stahlplatten. Wir haben Stahlplatten, das sind jetzt mehr Stahlbrahmen. Das ist jetzt für den TT-Bereich ein super detailliertes Modell in dem Sinne, weil sich jede Alterung oben immer anders da darstellt. Wir können es nicht steuern. Jedes Produkt von Stahlplatten und Stahlbrahmen. Oh, upsala, jetzt sind die runtergerutscht. Oh, jetzt haben wir auch noch. Ist ein Unikat. Sie können komplette Ganzzüge machen und jedes Objekt schaut anders aus. Also die Maserung hier oben ändert ist sich immer anders da. Immer anders. Es gibt kein Produkt des Gleiches. So, dann schauen wir noch mal weiter. Dann haben wir natürlich noch andere Sachen da liegen. Stahlträger. Auch ein ganz bekanntes Objekt auf den Bahnen. Passt auf den LKW drauf, oder? Passt auf den LKW, natürlich. Für die kleineren Wagen haben wir das. Für die kleineren Güterwagen haben wir das. Genau. Also ebenfalls Stahlträger, alle schwere Sachen, die natürlich auf die Bahn gehören, liebe Zuschauer, das ist für alle. Dann haben wir natürlich, weil wir gerade bei der Ludmilla waren, ja nochmal was für die Ludmilla vorbereitet. Also für unsere Ludmilla-Fans. Die werden vor Freude hüpfen. Jetzt haben wir, was ist das? Das sind zwei Ludmilla-Drehgestelle und die sind abgeplant. Das heißt, die sind nagelneu, die kommen frisch aus dem Werk. Genau, die haben unten eine Struktur. Mhm. Man sieht das Fahrwerk. Und wir haben es oben, jedes Drehgestell wurde einzeln abgeplant. Also es ist kein Guss, das Drehgestell ist ein Guss, aber die Plane, die wird handtechnisch alles einzeln aufgesetzt. Ich nehme das mal einfach runter, ist ein bisschen abgegangen, aber man kann sich das anschauen. Ich werde es mal versuchen anzuhören. Die Form der Plane legt sich immer anders da. Ja. Und wie kriegst du jetzt die Form der Plane? Das ist, wie machst du das? Betriebsgeheimnis. Die Frage war jetzt etwas zu viel gestellt. Also das Betriebsgeheimnis von Manuel verraten wir jetzt nicht, aber die Planen
sind einzeln aufgelegt und sehen, wie gesagt, jede Plane anders aus, wie es halt so ist. Mhm. Ja. Mehr sage ich jetzt nicht dazu, liebe Modellbahnfreunde, aber die Ludmilla-Freunde, die ja die Motoren fahren, können auch gleichzeitig neue Drehgestelle ins BW, also alles. Alles machbar. Alles perfekt. Wo wir bei den Stahlbrahmen waren, ja, haben wir das Gleiche auch für unsere N-Bahner. Unser Portfolio zieht sich eigentlich von Spur N, TT, H0, immer im gleichen Bereich. Wir haben jetzt dieses Jahr den Z-Bereich noch mitgenommen, schauen, wie der jetzt läuft, wie Anklang und Anfragen da sind, ob das weitergeführt wird. Und wenn es Anklang findet, dann wird dieses Sortiment auch erweitert in der Gänze. Ja. Zum Abschluss unserer kleinen Themenwelt Ladegüter haben wir natürlich noch einen kleinen Gütherwagen da. Der einen interessiert mich ganz besonders. Das ist ja, das sind ja Fässer. Fässer. Fassladung, Bier. Nein, nicht Bier, sondern Öl, Altöl. Ja, wir haben es jetzt einfach nur als Fässer bezeichnet. Also kann man... Ob benutzt man, oder... Man kann es aber optisch jetzt noch selber verändern. Man könnte es. Ja, man kann alle Artikel noch dementsprechend, wie man es selber persönlich möchte, anpassen, ja. Sie dürfen natürlich auch bei uns diese ganzen feinen Sachen, die wir hier vorgestellt haben, bestellen. Ja, abschließend zu sagen, nochmal vertiefend, es gibt nichts, was es nicht gibt bei dir im Ladegüterbereich. Nein. Du bist also da wirklich sehr fit unterwegs. Wir haben also einen ganz tollen Querschnitt gesehen, liebe Zuschauer. Und es ist vor allen Dingen spurübergreifend. Das muss man mal dazu sagen. Das ist richtig, man kann auch diese Ladegüter, die Rohre und was wir alles gesehen haben, auch im größeren Bereich und für die größeren Spuren. Größer, kleiner, andere Farben, andere Formen, andere Varianten. Sollten wir aber ein Ladegut nicht haben, Sie können uns gerne ein Foto schicken und wir werden uns das anschauen und dann möglicherweise auch umarbeiten. Das war ein Angebot an Sie, das machen ja schon manche Hersteller, dass sie sagen, liebe Modellbahnfreunde, sagt uns, was wir herstellen sollen, beziehungsweise was euer Interesse findet. Aber ich denke schon, was wir heute gesehen haben, quer durch den Gemüsegarten, das ist wirklich also ein Riesenangebot. Und man kann es nicht oft genug sagen, auch im Katalog, wenn man bei dir stöbert, es ist also wirklich unglaublich, was du an Wir Ideen haben über 650 Ladegüter in allen Spurgrößen. Dazu gibt es nichts mehr zu sagen. Sand, Kohle, Einsätze, Rohre, wir haben alles. Alles. Ja, liebe Modellbahnfreunde, das war in der Kürze liegt die Würze, die Themenwelt X-Train 24 Ladegüter. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Stöbern Sie richtig bei uns rum und das Angebot steht. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns einfach. Die E-Mail-Adresse ist jetzt eingeblendet und wenn Sie was an Manuel einen Wunsch haben, leiten wir es gerne weiter, beziehungsweise Sie können ihn auch gerne direkt schreiben. Korrekt, ja. Das war es eigentlich zum Thema Ladegüter. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich auch bei den Zuschauern. dass ihr uns alles wünsche viel hast. Spaß beim Beladen. Beim Beladen. Und machen Sie es nicht so schwer, liebe Zuschauer. Der Verschleiß. Alles klar. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Ihr Wiedersehen. Und Manuel Engel.